Ja, servus miteinander, liebe Grüße vom Kummersee. Heute gibt es eine besondere Folge. Ich möchte euch mal Bertrand Drinks bzw. Bertrand Mahlzeit vorstellen. Ja, die Kollegen haben mich mir angeschrieben und gefragt, ob ich die Sachen für sie ausprobieren möchte. Und dadurch, dass ich mich eh relativ viel mit Ernährung beschäftige, auch speziell für den Sport oder wegen dem Sport, war das für mich eine super Sache. Und was ist Bertrand überhaupt? Ja, das ist sozusagen eine vollständige Mahlzeit in Trinkform. Es sind alle wichtigen Sachen drin, die ihr braucht, speziell für den Sport bzw. für den Alltag, wenn es schneller gehen muss, soll euch das sozusagen eine neue Form von Mahlzeit darstellen. Und ja, die Kollegen haben sich sehr lange damit beschäftigt, wie man das optimale Nahrungsmittel für den Alltag herstellt, dass man halt auch wirklich schnell essen bzw. trinken kann. Und so wie ich das jetzt rausgelesen habe, sind wirklich alle wichtigen Nährstoffe drin, Kohlenhydrate, Eiweiße, Ballaststoffe, Fettsäuren, Omega-3, Omega-6. Es ist komplett glutenfrei, was für viele recht wichtig ist. Und ich habe es bisher wirklich sehr gut vertragen, habe keine Probleme gehabt. Vom Geschmack schmeckt es mir wirklich sehr gut, es ist nicht zu süß. Ja, was mir sehr gut gefällt, ist, dass das Pulver nicht zu fein gemahlen ist. Das heißt, ihr habt auch einen gewissen Biss, vor allem die Nüsse. Kann man noch recht schön beißen, das ist mir immer recht wichtig. Und also ihr trinkt es nicht direkt, sondern ihr könnt es auch ein bisschen drauf rumbeißen und das hat mir recht gut gefallen. Ja, was ist alles drin? Es ist Hafer drin, Leinsamen, Rapsöl, Walnüsse, Mandeln und noch einige andere Sachen. Was könnt ihr machen? Es gibt so Refill-Beutel, ja. Da könnt ihr diese Bottle damit auffüllen, je nachdem wie viel ihr heute braucht, je nach Brennwert oder je nachdem wie viel ihr heute haben wollt. Und mit Wasser auffüllen, 5 Minuten ziehen lassen und dann könnt ihr die Sachen schon trinken bzw. heute dann über den Tag benutzen. Dann gibt es noch so kleinere Versionen, so kleine Flaschen, ja, die sind schon mit Pulver befüllt und die füllt ihr selber noch mit Wasser, Milch oder Sojamilch und so weiter auf. Und dann geht es halt bei denen noch ein bisschen schneller und das Praktische allerdings produziert ihr halt hier wieder Müll. Aber die sind aus recycelbarem Plastik, das heißt, das hält sich dann auch hier wieder in Grenzen. Aber beim recycelbaren Plastik ist ja immer so eine Sache, da muss man halt einfach schauen. Genau. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen ausprobiert in letzter Zeit. Also mir schmeckt Vanillewickler super gut. Und es gibt auch drei verschiedene Abstufungsformen von den Nährwerten her. Das heißt, es gibt eine Aktivversion, die hat halt insgesamt noch einen höheren Brennwert und die Zusatzstoffe sind ein bisschen anders verteilt. Dann gibt es eine Classic-Version und eine vegane Version. Die Sachen, die drin sind, sind alle biologisch glutenfrei. Das ist auch so ein wichtiger Punkt für viele. Ich habe es jetzt in letzter Zeit schon immer ein bisschen beim Trial-Fahren dabei gehabt, beim Street-Trial. Für mich hat das super funktioniert. Man hat da sehr konstant wirklich Energie. Und wir sind jetzt, wie gesagt, am Kummersee unterwegs. Ich fülle mir jetzt einmal ein paar Flaschen auf und schaue mal, wie ich über den Tag damit komme bei unserer großen Tour. Und dann berichte ich euch das während der Tour und schauen wir mal, wie das funktioniert. Und auffüllen tut ihr das folgendermaßen. Ihr habt hier drin also einen Spiralball, der hilft, dass ihr keine Klumpen bekommt. Das funktioniert übrigens sehr gut, habe ich schon probiert. Beim Auffüllen, und das ist ganz praktisch, ihr habt hinten eine Info, wie viel Gramm ihr pro Kilogramm Körpergewicht jeweils braucht. Beziehungsweise für eine vollständige Mahlzeit braucht ihr jetzt für diese Variante ca. 170 Gramm. Und das heißt, ihr müsst es auffüllen bis zur 275 Milliliter Markierung. Das haben sie sehr praktisch gemacht. Das heißt, wir füllen das jetzt erstmal auf. Ja, das schaut gut aus. 170 Gramm entsprechen hier, wie gesagt, ca. 275 Millilitern. Ja, dann füllt ihr das Ganze noch mit Wasser, Milch, Saft oder auf was ihr heute gerade Bock habt auf und dann den Spiralball noch mit dazu schütteln und fertig. Und ich bin schon mal gespannt, wie mich das über den Tag bringen wird. Nehmen wir uns noch kurz einen Schluck, wir hauen uns aufs Bike und bis gleich.
Ja, wir sind jetzt beim Gipfelkreuz und seit circa 4 Stunden unterwegs. Ja, wir sind am Vormittag losgefahren. Wir haben jetzt 3 verschiedene Drinks dabei. 2 von den kleinen Flaschen und einmal die Version zum selber auffüllen. Ich muss sagen, mir selber schmeckt ziemlich gut. Es ist nicht zu süß. Ich habe eigentlich nie ein richtiges Hungergefühl gehabt. Und was mich überrascht hat, war, dass man eigentlich ständig so einen leichten Powernachschub gehabt hat. Das funktioniert recht gut. Und das hat mich bei den sehr süßen Riegeln oder bei den zuckerhaltigen Riegeln immer gestört. Ja, weil das Insulin dann hochschießt und weil man halt dann kurz danach wieder in so eine kurze Flaute kommt. Ja. Und bei dem verteilt sich das eigentlich super gut. Und das ist jetzt die Aktivversion mit Vanille. Und die schmeckt mir persönlich auch am besten. Ich muss sagen, so für lange Tagestour ist das wirklich eine super Sache. Und sehr gut, für meinen Geschmack zumindest. Andere wollen es vielleicht eher süßer oder umgekehrt. Ja. Aber das ist ein super Kompromiss und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Probiert es mal aus. Und jetzt schauen wir einfach mal. Das hat jetzt bisher super gereicht. Wir sind mit der komplett vollen Flasche gestartet. Die habe jetzt nur ich getrunken. Und das hat soweit super gereicht. Genau. Und wie gesagt, man hat immer gleichzeitig alles los zum Beißen. Und ja, genau. So ein super Kompromiss, sage ich einmal. Ja. Wenn ihr nichts essen wollt, nicht einkehren wollt, aber jetzt zum Beispiel auch keine Riegel oder so mitnehmen wollt. Genau. Und was ich aber nicht machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Alpenüberquerung bin oder so, dann möchte ich vielleicht am Mittag schon mal meine Jausen oder meine Brotzeit. Aber für zwischendurch, damit ihr gleichmäßig Energie habt und nicht in so ein Loch fallt, ist das eine super Sache und kann ich nur empfehlen. Fazit zum Bertrand. Also für mich hat es super funktioniert. Mir schmeckt es soweit sehr gut. Das hat für mich jetzt super gereicht. Da muss man dann natürlich immer ein bisschen rumexperimentieren, wie viel man braucht. Und ich würde euch heute anstelle der normalen kleinen Flaschen eher die Sachen empfehlen. Das heißt, wo ihr also die Beutel, wo ihr selber nachfüllen könnt. Und die kleinen Flaschen oder die normalen Flaschen sind halt super, wenn es schneller gehen muss. Ja? Aber so für Vorbereitung oder wenn ihr wisst, ihr müsst raus und habt eine längere Tour, dann nehmt euch die große mit. Ich finde es eine super Sache. In der Form gibt es, glaube ich, auch noch gar nicht so im Markt. Also, dass alle Sachen heute mehr oder weniger drin sind. Es soll ja vollständiges Nahrungsmittel sein oder es soll ja vollständige Ernährung sein für einen Tag. Und was mir oft früher passiert ist beim normalen Biken, ist, dass ich einfach ein bisschen zu wenig getrunken habe. Das kompensiert man da auch gleichzeitig noch ein bisschen, was super ist. Und ganz wichtig, ich habe das jetzt wirklich super vertragen. Ich habe es jetzt auch schon ein bisschen länger in Gebrauch. Wenn ihr Interesse habt, es gibt einen Link, den füge ich euch unten in der Beschreibung mit dazu. Da bekommt ihr 5% auf Bertrand. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr das über den Link, wie gesagt, machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch mal ein bisschen andere Art von Video, ein bisschen Product Review. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Ciao, euer Andi.